Berlin, Machtzentrale der Politik. Von hier aus wird Deutschland regiert. Bundeskanzlerin Merkel oder Westerwelle kennt jeder. Aber im Bundestag sitzen insgesamt 622 Abgeordnete und unter ihnen viele Nachwuchspolitiker. Wir begleiten 8 junge Menschen auf ihrem Weg zwischen Tagespolitik und Idealismus. Sie sind die nächste Politikergeneration. Für uns sind sie die Anpacker. Nadine Schön. Kurz nach ihrem Einzug in den Deutschen Bundestag wurde sie stellvertretende Vorsitzende der Gruppe der Frauen. Nadine ist 27 Jahre alt und Mitglied in der CDU. Heute stellt sich Nadine in der Presselounge des Bundestages den Fragen einiger Journalisten. Also ich habe mich von der Illusion verabschiedet, wirklich alles lesen zu können, was auf meinen Schreibtisch kommt. Das sind wahnsinnige Berge von Informationen. Machen Sie mal ein Zeichen, wie hoch ist der Stapel, also was Sie allein an Papier kriegen? Also, keine Ahnung, pro Woche bestimmt so ein Stapel, oder? Ja. Das Thema, ohne die Frauen ist kein Staat zu machen. In der Gruppe der Frauen werden im Prinzip alle Themen besprochen, die irgendwas mit irgendwelchen Auswirkungen besonders auf Frauen haben können. Im Prinzip geht man durch alle Fachbereiche durch und schaut, okay, wo müssen wir vielleicht noch mal besonders hinschauen oder wo gibt es eine Sache, die vielleicht aus Frauensicht anders ist als aus jeweils der fachpolitischen Sicht. Nadine setzt sich speziell für die weiblichen Themen ein. Nebenbei sorgt sich die 27-Jährige aber auch um das angekratzte Image der Politiker in der Öffentlichkeit. Ja, was sehr schade ist, ist, dass das Bild von Politikern in der Öffentlichkeit sehr schlecht ist. Und deshalb muss man als Politiker immer erstmal gegen einen Berg von Vorurteilen ankämpfen, bevor irgendjemand einem wirklich glaubt, dass man etwas besser machen will und dass man sich wirklich auch dafür einsetzt. Und das ist sehr schade und wird vor allem durch die Medien gepusht. Beim Tag der offenen Tür im Deutschen Bundestag in Berlin möchte sie die Vorurteile gegen Politiker abbauen. Nadine zeigt ihren Gästen den Bundestag von einer ganz anderen Seite und wir sind natürlich dabei. Schön, dass ihr da seid. Habt ihr gut Wein gefunden? Ja, wunderbar. Es ist ein bisschen viel los heute. Haben wir schon bemerkt. Ja, heute ist im Bundestag Tag der offenen Tür. Das heißt, jeder Bürger, der sich interessiert für die Arbeit des Parlaments, kann hierher kommen und kann sich umschauen, kann Fragen stellen. Es sind viele Mitarbeiter da, es sind Abgeordnete da. Nadine führt ihren Besuch zum Plenarsaal, der wohl bekanntesten Showfläche der Politik. Und die anderen Bänke sind dann für die für Besucher reserviert, wie jetzt auch diese Besuchergruppe. Sitzen ganz oft halt alle Ränge voll mit Schülergruppen, Besuchergruppen. Aber den schönsten Ausblick, den gibt es auf dem Dach des Regierungsgebäudes. Oh, Sonne, wow. Schön. Wow. Genau, hier kommt man jetzt hoch, bis über diese Wendeltreppe, bis ganz hoch. Cool. Mittlerweile fühlt sich die junge Politikerin sichtlich wohl auf dem großen Politikparkett. Naja, und die Aussicht ist wirklich der Hammer. Mit der Zeit wird man hier schon entspannter, denn auch die Minister, auch die Kanzlerin trifft man zwar nicht ständig auf dem Flur, aber doch hin und wieder mal und lernt sie so besser kennen. Dadurch verliert man nicht den Respekt, aber einfach wird der Umgang wird einfach etwas lockerer und entspannter. Und wir haben Nadine kennengelernt, die ihren Platz im Deutschen Bundestag ganz sicher gefunden hat. Auch Sven-Christian Kindler fühlt sich im Bundestag fast wie zu Hause. Der 25-jährige Anpacker kämpft für eine grüne Zukunft. Seine Partei, Bündnis 90, die Grünen. Wer kommt mittlerweile nicht alles aus Hannover? Lena Meyer-Landrut, der Bundespräsident Christian Wulff und Sven-Christian Kindler. Der folgt in der niedersächsischen Landeshauptstadt heute einer Einladung einer ehemaligen Lehrerin. Ich gehe gerade in meine alte Schule in die Käthe und besuche meine ehemalige Politiklehrerin Frau Mein und ihren Kurs und diskutiere mit ihr über Demokratie, über Bundestag, über Politik im Allgemeinen. Der Bundestagsabgeordnete war bereits als Schüler politisch engagiert. Als Schülersprecher setzte er sich für die Belange seiner Mitschüler ein. Also ich mache häufig Termine auch in Schulklassen. Ich mache das nicht nur in Gymnasien, auch in Hauptschulen, Realschulen und Berufsschulen, weil ich es wichtig finde, dass auch junge Leute eben sich politisch einbringen und eben auch mal merken, es gibt nicht nur die alten grauen Männer in Berlin, die da regieren, sondern es gibt auch junge Leute, die da politisch aktiv sind in allen Parteien. Und ich glaube, das ist wichtig, dann auch da auch zu informieren, weil ich glaube, einen anderen Zugang habe zu den Schülerinnen und Schülern noch. Und die Schüler haben so einige Fragen an den jungen Anpacker. Was wären denn die drei Vorgaben für dich für die unabdingbare Voraussetzung einer Bildung?
für die Koalition. Wie sähe das denn dann aus? Wie würde man das Rot-Grün nennen? Wann stand für dich eigentlich fest, dass du Politik zu deinem Beruf machen möchtest? Hast du noch zum Beispiel Zeit, mit deinen Freunden feiern zu gehen, die oft zu sehen? Oder kommt das in letzter Zeit ein bisschen zu kurz? Ja, doch, das passiert schon noch. Also es ist, also ich muss das ein bisschen besser planen und ich muss auch gezielt sagen, okay, jetzt mache ich mir mal einen Tag nichts, dann mache ich mal einen Tag frei und mache quasi einen Termin mit meinen Freunden, meiner Familie und verabrede mich. Aber das mache ich schon noch. Also ich gehe häufig noch in die, also auch wenn ich, weil ich noch eine WG zum Beispiel mit Mitbewohnern in Linden habe hier in Hannover. Und da bin ich auch häufiger und dann gehen wir häufiger schon feiern in Scheel-Heinz oder in die Glocksee oder so. Da treffe ich mit Freunden abends. Mit seiner Lockerheit trifft der Jungpolitiker bei den Schülern voll ins Schwarze und den Nerv der Zeit. Also ich fand das ziemlich beeindruckend, wie Sven sich verhalten hat, weil er wirklich konkrete Vorstellungen hat von dem, was er vorhat und er auch überzeugt ist von den Sachen, die er macht. Also es wird auch ganz deutlich, wie engagiert er ist. Ja, also ich finde Sven auf jeden Fall sehr sympathisch. Der war hier, ist natürlich jung, man merkt es, hat noch einiges an Elan und wirkt auch sehr engagiert, weiß, was er sagt und ja, es ist ein sympathischer Kerl auf jeden Fall. Bei so viel Sympathie für den jungen Politiker macht Sven sogar das Schulbankdrücken wieder sichtlich Spaß. In Monheim am Rhein sind die Bürger in guten Händen. Ihr Bürgermeister Daniel Zimmermann. Er hat immer ein offenes Ohr für ihre Belange. Daniel ist 28 Jahre alt und Parteigründer der PETO. Doch heute ist Daniel nicht nur auf dem Fahrrad unterwegs, sondern auch ganz privat. Wir sind natürlich dabei und schauen dem Bürgermeister in seiner Freizeit weiterhin über die Schulter. Ja, meine Küche ist relativ klein, aber für mich reicht es, weil ich hier alleine wohne. Und ich bin schon ein bisschen stolz darauf, dass ich die mal selber eingebaut habe, als ich hier eingezogen bin. Aber ich koche auch nicht sehr häufig, also meistens mache ich irgendwelchen Fertigkram, weil ich auch nicht viel Zeit habe. So lebt der moderne Bürgermeister von heute. Nicht in einer herrschaftlichen Stadtvilla, sondern in einer Mietwohnung, Abteilung, Studentenbude. Ich habe gar keinen Grund, hier aus meiner alten Studentenwohnung auszuziehen. Ich bin ohnehin selten zu Hause. Was soll ich mit einer großen Wohnung, die ich dann kaum sehe? Und ja, solange ich jetzt noch nicht mit meiner Freundin zusammenziehe, die wohnt in Köln, werde ich auf jeden Fall hier wohnen bleiben. Und die Saiten an seiner Gitarre zupfen, wenn auch nicht viel Zeit für Daniels Freizeitleidenschaft bleibt. Die Freizeit ist schon wichtig für mich, um immer mal wieder auch Abstand zu bekommen von dem, was ich im Rathaus mache. Natürlich habe ich nicht mehr so viel Zeit wie früher, als ich noch kein Bürgermeister war. Und das ist eher schon selten, dass ich mich wirklich mal eine Stunde hinsetzen kann, um dann Gitarre zu spielen oder sowas. Aber wichtig ist es auf jeden Fall. Und da ist die eine Stunde Freizeit auch schon wieder vorbei. Daniel wird auch zu Hause von der Arbeit eingeholt. Der moderne Bürgermeister spricht nicht nur mit seinen Wählern, sondern er chattet auch mit ihnen. Seit ich Bürgermeister geworden bin, habe ich natürlich schon einige Freundschaftseinladungen mehr bekommen über Facebook von Leuten aus Monheim, die ich persönlich gar nicht kenne, aber die mich halt kontaktieren oder mir Nachrichten schreiben, die ich dann auch beantworte. Aber ich nutze Facebook jetzt nicht intensiv, um irgendwie Werbung zu machen, sondern das läuft eher nebenher. Eine E-Mail für den Bürgermeister. Daniel ist ein junger Politiker zum Anpacken, Ansprechen und Anschreiben. In der nächsten Folge macht Anpacker Johannes Vogel beim Nachwuchs klare Ansagen. Dazu muss seine Partei auch Dampf machen, auch mal kritisieren, auch der Fraktion, wo jetzt auch viele Julis sind. Yvonne Plötz erreicht fast das Ziel ihrer Träume. Es war schon immer mein Traum, irgendwo an eine Schnittstelle zu kommen, an der ich irgendwas verändern kann. Und Michael Adam kämpft mit dem letzten Schluck. Politik ist allgegenwärtig, das hat man wahrscheinlich, wenn man im Gemeindegebiet irgendwo unterwegs ist, immer. Das und mehr in der nächsten Folge, die Anpacker.